und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute steht nochmal was richtig Cooles auf dem Plan. Und zwar gehen wir heute in einen Affentempel. Wir sind nämlich vorgestern von Chiang Rai losgefahren nach Lopburi, glaube ich, heißt der Ort. Und das war so eine lange Fahrt. Also 10.000-mal schlimmer als Klassenfahrten. Wir sind nämlich um 17.30 Uhr dort mit dem Bus gestartet und sind dann 10 oder 11 Stunden mit dem Bus durch... Okay, wir hatten eine 10-minütige Pause, aber wir sind an sich komplett mit dem Bus durchgefahren und mein Popo hat so wehgetan. Und wir haben die komplette Nacht vielleicht 2 Stunden geschlafen, wenn es hochkommt. Und dann sind wir 5 Uhr morgens an einem unbekannten Ort angekommen. Also uns war schon bewusst, dass wir an diesem Ort ankommen. Aber es war halt 5 Uhr morgens, ne? Extrem verlassen, kein Mensch da. Und wir dachten uns, gut, wir warten jetzt einfach mal. Weil uns wurde gesagt, wir kommen denn von dort aus mit einem Van oder sowas zu Lopburi. Dann haben wir da halt kurz gewartet und auf einmal kam dann da so ein Mitarbeiter. Also ich habe keine Ahnung, was der da für eine Rolle gespielt hat. Hat dann uns gefragt, ob wir nach Lopburi wollen. Also er hat sich gefragt, er hat einfach gesagt, Lopburi, wir denn so jetzt. Und mehr konnte der dann auch nicht auf Englisch. Und auf einmal kamen dann 2 Mopeds. Ich dachte mir, das ist doch jetzt nicht deren Ernst. Wir haben Koffer, Rucksäcke, Korsett. Und wie sollen wir das auf dem Moped transportieren? Das haben wir dann versucht klarzumachen. Aber nein, das ging dann schon. Ich hatte dann die beiden Rucksäcke und Tobi hat dann diesen Koffer irgendwie auf dem Knie transportiert. Keine Ahnung, wie der das gemacht hat. Auf jeden Fall war das schon allein ein großes Erlebnis. Wir sind dann auch nicht bis nach Lopburi gefahren. Wir sind dann nur 3 Minuten mit dem Moped gefahren zu irgendeiner anderen Station. Und dann sind wir mit dem Van gefahren. Dann sind wir hier um 6 Uhr morgens, glaube ich, angekommen. Und wir wussten nicht, was wir machen sollten, weil einchecken in unsere Unterkunft konnten wir ja noch nicht. Weil um 6 Uhr morgens war sowieso niemand da. Und einchecken ist, glaube ich, erst ab 14 Uhr gewesen. Also sind wir dann zu der Unterkunft erstmal hingelaufen und haben dann da gewartet und konnten aber schon um 9:30 rein. Das fanden wir richtig gut und dann haben wir erstmal geschlafen. Dementsprechend war dann gestern auch nicht mehr viel los. Wir haben dann uns noch so ein bisschen gekümmert um weitere Unterkünfte, um Flüge buchen und alles sowas. Aber dafür geht's heute wieder los. Und ich schwöre euch, ich schwitze so doll. In diesem Zimmer sind hier bestimmt 30 Grad drin und wir haben keine Klimaanlage. Wir haben nur diesen Mini-Ventilator und der bringt einfach mal so gut wie gar nichts. Ich habe den jetzt auch ausgestellt, aber mir ist so warm. Jedenfalls gehen wir jetzt erstmal Mittagessen um, keine Ahnung wie spät es ist. Um 2:15 gehen wir Mittagessen. Wir haben heute noch nichts gegessen, außer ein paar Kekse. Und dann geht's zum Affentempel. Hallo. Vor allem das Witzige daran ist, dass die Einheimischen das irgendwie gar nicht so cool finden, dass die Affen hier wirklich überall rumlaufen und dann immer so tun, als würden sie die abschießen mit so einer Schleuder. Wir haben es mal beobachtet, da ist gar nichts drin. Also die täuschen das nur an und die Affen wissen dann, okay, die, da gehe ich doch mal lieber weg. Es ist richtig interessant, das jetzt so zu sehen. Unser Essen ist jetzt da, wir haben beide dasselbe. Ich hatte gestern nämlich einen Salat mit Sellerie und da habe ich Sellerie wieder für mich entdeckt. Liebe Sellerie. Und schaut mal, wie schön es hier ausschaut. Sehr stylisch. Und unser leckeren Bananensmoothie. Hat er gekackt? Hat er? Nein. So ein kleines Öffchen. Nächste Mal. Schatzi, lass. Lass.
zwei Jungs. Mit den Affen, weil die halt schon sehr wehgetan haben, besonders bei mir in den langen Haaren, ziehen die so unglaublich dran. Ich habe mir dann auch extra einen Zopf gemacht, aber den Zopf haben sie mir dann auch was draus gemacht, dann wollten sie meine Brille klauen. Also irgendwann war es halt einfach nur anstrengend, aber ansonsten hat es auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Vor allem, als wir dann auf dem Weg waren hier zu diesem kleinen Lokal, hat uns denn so ein Affe förmlich angegriffen. Ich hatte meine Tüte so getragen, dachte ja, die Gefahr ist ja jetzt vorbei, weil wir ja nicht mehr in dem Tempel waren. Nein, dann kam der von hinten und wollte mir meine Tüte wegreißen. Und ich habe halt da gar nicht so drauf geachtet, dass ich da halt so aufpassen muss. Aber es ist alles gut gegangen. Dann wollten sie meinen Schuh klauen, obwohl ich sie an meinem Fuß hatte. Also während des Laufens. Also die kleinen Tierchen sind auf jeden Fall nicht beschäftigt und suchen denn die Beschäftigung bei den Menschen. So hangeln die dann bei mir dran und an den Haaren tut es so weh auf Dauer, wenn die da richtig dran ziehen. Was ich voll vergessen habe zu erzählen, wir waren ja dann auch in diesem Tempel drin und da waren keine Affen, aber da waren Fledermäuse und es war so cool, die hingen genau über unseren Köpfen und so nah war ich noch nie Fledermäusen, glaube ich. Allgemein in meinem Leben habe ich nur einmal Fledermäuse gesehen, wenn ich mich richtig entsinne. Waren es nicht in Sydney? Haben wir nicht in Sydney welche gesehen zu Silvester? Da haben wir welche gesehen. Da, genau. Da haben wir große Fledermäuse gesehen, aber ansonsten habe ich noch nie in freier Wildbahn Fledermäuse gesehen und es war so cool. Wisst ihr hier Bescheid? No smoking. Ne? Willst du Wasser? Wisst ihr auch Bescheid? Nicht füttern. Am Anfang dachte ich, das ist hier ein Messer, was soll wohl eine Banane sein. Und hier hat jemand den Affen ein bisschen verziert. Finde ich ja ganz witzig. Es ist einfach so witzig, dass man hier immer und ständig die Affen beobachten kann. Egal wo. Man sieht immer einen Affen und die klettern hier einfach immer überall lang. Schaut euch mal bitte diesen Smoothie an. Ist der nicht geil? Vor allem sind da noch richtige Erdbeeren oben drauf. Ist nicht nur ein Erdbeersmoothie, nein, da sind sogar noch Erdbeeren drauf. So geil, für nur 25 Baht, das sind 70 Cent oder so. Also hier in Thailand trinken wir wirklich so viel Smoothie, weil es einfach so günstig ist und einfach immer so gut schmeckt. Also ich kann es nur jedem empfehlen und ich bin so gespannt, den jetzt gleich zu essen. Vor allem liebe ich ja Erdbeeren. Also wird der bestimmt gut. So meine Lieben, das war es jetzt auch schon wieder mit meinem Vlog. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß beim Zuschauen. Wir haben jetzt noch schnell einen Crepe gegessen, eine Waffel und einen Smoothie. Aber ich glaube, das hab ich sogar gefilmt. Und ja, jetzt werden wir schon bald schlafen gehen und mir ist so warm und ich habe keine Lust, in dieses Zimmer zu gehen, weil es da wärmer ist als draußen, gefühlt zumindest. Ja, aber ich würde sagen, ich beende jetzt diesen Vlog bzw. diesen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!